gucken rein. Freundin muss einen Tag ja sagen. Sie wird zerstört. Da bin ich ja mal gespannt, du. Ja, echt? Ja, ich mach das. Ich hab mich schon schlecht gefühlt. Nein, ich mach das. Ja, du musst ja sagen. Ey, sie checkt die Challenge nicht. Wartet ab, Leute, wartet ab. Ja, okay, reich, komm, das wird echt zu peinlich gerade. Yeah, hau den Code auf deren Basis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. Ey, Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Hey yo Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Heute gibt es den zweiten Part der Ja-Sagen-Challenge. Und heute, meine Freunde, wird es für mich ein sehr erfreuliches Video werden, denn heute darf ich meinen die Aufgaben stellen. Ihr seid letztes Mal komplett ausgerastet. 20.000 Likes haben wir gefragt. Über 100.000 Likes hat der dir gemacht, aber willst du auch erstmal Hallo sagen? Hast du Bock heute? Mm-mm. Ich habe mir echt ein paar coole Sachen schon mal überlegt. Sollen wir direkt anfangen, Leute? Ihr wisst Bescheid, immer liken und abonnieren. Und Schatz, guck mal, das Shirt, was ich gerade anhabe, ist schon ganz nice. Aber ich wollte heute ein Hemd anziehen und unter das Hemd brauche ich ein weißes T-Shirt. Ja. Deswegen, du hast doch bestimmt Lust, mir jetzt einfach mal ein weißes T-Shirt zu bügeln. Das war, ich habe dir das sogar schon rausgelegt aufs Bett. Ja, du gehst jetzt mal gleich ins Schlafzimmer rüber. Ich habe dir ein weißes T-Shirt aufs Bett gelegt, das will ich unter das Hemd anziehen. Das aber noch verknittert. Also, du hast doch bestimmt Bock, das zu bügeln, oder? Ja. Sehr gut, Leute. Es geht los. Sehr gut machst du das. Mhm. Ey, dass hier einfach ein Dings hat, ein Bügeleisen zu Hause, finde ich irgendwie schon krass, ne? Max, sein Bart auf Wischbestell bestellt. Ich habe den gar nicht gesehen, den Bart. Das Ding ist, ich habe nicht mal ein Bügeleisen zu Hause. Krass, dass der sowas besitzt. Du hast doch bestimmt Bock. Boah, stabiler Bart, mashallah, Junge. Ey, ich sag euch ehrlich, Max braucht bald Bartöl. Ich werde ihm Bartöl kaufen. Boah, das sprießt ja hier. Junge, Junge, bald Vollbart. Verknittert, also du hast doch bestimmt Bock, das zu bügeln. Alter, seht ihr das hier? Ich sehe gar nichts. Sieben Haare nach sieben Jahren. Milchbart. Ja. Ey, komm, mach dir jetzt nicht gegen den Bart runter. Schade. Leute, es geht los. Mach das Format mal mit Lofty. Das wäre bestimmt auch mega lustig, Alter. Sehr gut machst du das. Mhm. Spider, dankeschön für 25er. Okay, Leute. Ich habe mir echt coole Sachen für dich überlegt, ne? Was denn? Ja, sage ich dir jetzt ja noch nicht. Du musst dich ja überraschen lassen. Ich hab gar keinen Bock auf den Tag. Ja. Du hast doch bestimmt Lust, dass wir jetzt gleich nach Düsseldorf fahren, oder? Ja. Ja! Weißt du, was in Düsseldorf ist? Da ist Louis Vuitton. Ja. Wow! Ja. Und so wie du mich letztes Mal rasiert hast, werde ich heute zurückrasieren. Weil ich habe mir da auch schon was Schönes ausgesucht. Was Nein. Danach kann Peter Zwegert erstmal vorbeikommen bei Mailin. Gehen zu Louis Vuitton, ich sag's dir. Viele haben ja letztes Mal auch Mailin kritisiert, dass sie so ein bisschen auf Golddigger-mäßig unterwegs ist. Aber, meine Freunde, alles gut, alles gut. Ich gebe mir das ja heute zurück. Heute muss Mailin zahlen. Ja? Ich darf mir etwas aussuchen. Heute bin ich der Golddigger. So ein Ding ist das. Ja, hast du schon Bock? Du musst ja sagen. Ja. Sie hat das Spiel nicht verstanden. Ja, der hat's noch nicht gecheckt, schade. So, Leute, fresh gekleidet. Du hast doch bestimmt Lust, mir ein paar Komplimente zu machen. Hi. Hallo, du hast Lust, mir Komplimente zu machen. Du bist wunderschön, Schatz. Ja, was noch? Du bist der Beste, der Tollste, der Gutaussehendste, der Durchtrainierteste, Aha. der schönste Mann und liebevollste Mann der ganzen Welt. Okay. Reicht das? Ja. So, Leute. Ja. Perfekt. Wir sind jetzt draußen unterwegs. Schatz, du hast doch bestimmt Lust, dass wir erst noch Lambo abholen, bevor wir richtig losfahren. Ja. Der steht nämlich gerade noch bei Lamborghini heute. Und dann gehen wir den erst abholen. Ich weiß zwar, dass du lieber mit dem Range fährst, aber... Ich liebe den Range, weil der ist so gemütlich. Ja. Beim Lambo kriegst du irgendwann... Heute hast du aber Lust, dass wir Lambo fahren. Ja, natürlich habe ich Lust. Ich habe heute auf alles Lust, was du sagst. Und deswegen hast du doch bestimmt auch Lust, mir jetzt meinen Kopf zu kauen. Aber nicht so mit deinen Nägeln, sondern so mit dieses Massieren, wie du immer machst. Mailin macht immer so bei mir, das ist voll geil. Mach mal. Max! Max! Das Leben. So, meine Freunde, wir sind jetzt bei Lamborghini Köln angekommen. Ich werde jetzt den Wagen rausholen. Und dabei ist mir eine sehr nice Aufgabe für Mailin eingefallen. Warum war denn bei Lamborghini gewesen, würde mich interessieren. Schatz, du hast doch bestimmt Lust, einen Lamborghini-Verkäufer zu fragen, ob du hier bei Ferrari bist. Oh, das ist cringe. So richtig, oh. Das ist voll peinlich, vor allem du kennst oh. ihn. Ja, ich kenne die ganzen Verkäufer. Nein. Also Gruß geht raus an Lamborghini Köln. Das ist voll dumm. Das ist jetzt so lustig. Einfach so richtig einen auf die kleine dumme Blondine, weißt du. Doch, du musst da hingehen. Du filmst einfach so versteckt mit deinem Handy so. Und dann sagst du, bin ich hier richtig bei Ferrari. Bei Lamborghini.
Ey, da freue ich mich so drauf. Doch, Schatz, du musst ja sagen. Ja, die Brille ist echt nice. Die finde ich auch geil. Das ist richtig sexy, Alter. Challenge heute. Okay, ja. Let's go. Du hast Glück gehabt. Ich sehe gerade da hinten. Lamborghini ist leider zu, Leute. Ist alles dunkel da hinten. Wir sind hier in der Motorworld in Köln. Aber weißt du was? Ich überlege mir noch was anderes Peinliches für dich. Doch, du musst heute, also dafür, für die Aufgabe, weil ich darauf so Bock hatte, musst du gleich irgendwas anderes ultra peinlich. Ach, ist voll geil, dass man auch Klamotten shoppen kann, so, ne? Ich das mache. Ich nice. Warte irgendwie. Ab. Ich habe darauf gar keine Lust. Keine Sorge, Leute. Sie kommt uns heute nicht davon. Oh, wir haben jetzt das Auto gewechselt. Yes. Und jetzt geht's auf nach Düsseldorf. Ich habe auch noch eine gute Aufgabe, die mir gerade einfällt. Ich habe gar keinen Bock. Wenn wir jetzt hier die Brille sieht ein bisschen aus wie Tony Stark. Ja, Max ist ja auch so ein Tony Stark-Fan. Übelst da. Nach Düsseldorf fahren, Schatz. Mhm. Du hast doch bestimmt Lust, den Lambo noch mal voll zu tanken, bevor wir losfahren. Oh, babawesig. Ja, komm. Das schmeckt also, natürlich. Da kommt nur das gute Benzin. Also mindestens 98er. Okay. Let's go. Ja, ich weiß noch nicht, ob ein Lambo-Fahrer 95er tankt. Also ich halte noch nicht mal bei der Tankstelle an, wo nur 95er gibt. Kann ich ja direkt mit Wasser fahren. Willst du auch mal zu irgendwas ja sagen? Warum kraust du mich eigentlich nicht mehr? Oha! Was willst du? Warum kraust du mich nicht mehr? Hey. So Leute, wir sind jetzt auf der Kö angekommen. Da vorne ist Louis Vuitton. Ich habe es ja schon angekündigt. Was Schatz, willst du? Erinnerst du dich, kannst du mal bitte mich kurz filmen? Ja. Erinnerst du dich noch daran, ich habe dir doch mal so eine Uhrenbox gezeigt, wo man so 3 Uhren reinmachen kann von Louis Vuitton. Daran kann ich mich nicht erinnern. Du willst bestimmt diese Box kaufen. Ja? Ich lasse dich jetzt raus und dann holst du mir die. Oh. Nee, eigentlich will ich nicht. Ja, du musst aber ja sagen. Ja. Warte noch ein Stück weiter. Ey, ungelogen, ich habe so viel Hate kassiert auf dieses andere Video von wegen Golddigger. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade hops genommen werde. Ich sag ehrlich, ich verstehe nicht, warum Leute da haten und sagen Golddigger. Seid mal ehrlich, wenn ihr einen Tag ja sagen müsstet, dann würde ich den anderen auch so auseinandernehmen, dass danach direkt erstmal Insolvenz angemeldet werden muss, so, weißt du? Das ist doch ganz normal. Ich würde mir doch auch Dinge kaufen lassen, die ich mir sonst eventuell nicht kaufe oder so. Sag euch ehrlich so. Aber so übertrieben habe ich nicht. Ja, aber ist mir egal. Jetzt bin ich dran. Ei, aber ich will da nicht filmen. Erstens darf man drin eh nicht filmen und zweitens... Was ist denn eigentlich das, dass man bei Louis Vuitton nicht filmen darf drinnen? Was ist denn das? Das ist ja voll wack. Leute, hier sind so viele Leute, das ist voll unangenehm. Wir machen das so. Ich werf dich hier gleich raus. Ja. Und dann kommst du mit der Tüte wieder her und dann zeigen wir, dass du mir das gekauft hast. Ja. Okay? Ich will aber nicht. Vielleicht haben die es ja gar nicht. Dann, falls sie das nicht haben, dann willst du mir bestimmt Sachen schicken, die sie vor Ort haben. Und dann übertreib doch nicht. Nein, der Junge nimmt mich aus. Boah, guck mal, hier auch schöne Autos. Zeig mal. Ja, schöne Autos. Oha, babamäßige Farbe. So, da ist Louis Vuitton. Babamäßig. Oh, ja. Warte, ich lass jetzt kurz hier raus. Warte. Okay, wir halten kurz hier. Gut. Bis gleich. So, jetzt sind wir an der Tankstelle und Schatz, du hast doch bestimmt Lust, jetzt den Lambo-Tank wieder aufzufüllen. Ja. Ist okay. Ist okay? Ist okay. Aber weißt du was, das war nur eine Fun-Frage. Warum? Weil du gerade Louis Vuitton schon gezahlt hast, ich zahle dann ganz gut. Nein, ich mach das. Ja, yeah, echt? Ja, ich mach das. Ach, Max, was geht, Digga? Schönen Urlaub gerade oder was? Das ist schon babamäßig. Habt ihr mal bei Max auf Insta geguckt, Alter? Der ist im Urlaub, der ist am Pool. Er sitzt so am Pool, so. Und gegenüber tanzen einfach so 4 halbnackte Frauen. Und Max sitzt einfach so am Pool. Nee, Max, was ich noch sagen wollte, gut, dass du jetzt auch gerade im Chat drin bist, einfach echt stabilen Bart. Also, ich sag dir ehrlich, 3 Tage theoretisch so ein Bart hier. Stabil. Schlecht gefühlt. Nein, ich mach das. Marien hat heute richtig gut abbekommen. Ich hab heute die Spendierhosen an. Also, okay. Ich will mal sehen, warte mal. Ich hatte schon nie gesehen, wie du tankst. Ich film das jetzt. Oh, ich will mal sehen, wie du tankst jetzt. Erstmal hier die Ware. So, da könnt ihr es sehen. Oha. Marien hat durchgezogen. Wir packen das gleich mal zu Hause aus. Dann zeige ich euch das. Aber du tankst jetzt erstmal. Ja, da kommt die Rasselbande angerannt, die Abonnenten. Ey, Schatz, du willst doch bestimmt gleich mit dem einen ein Foto machen. Nee. Doch. Du sagst so, ey, bist du nicht der und der und machst jetzt ein Foto machen. Cringe. Ja. Hallo. Ja klar, können wir ein Foto machen. So, was ich haben will, wir tanken natürlich nur das hier, V-Power Racing. Ja, ja. Let's hang. Ich mach immer Spar dir, Leute. Ich habe ja diese Shell-Karte. Dann kriegst du mal ein bisschen günstiger. Also du tankst, ich zahle quasi 9,99 € im Monat. Tank, super plus, aber bezahl nur super. Wisst ihr, was ich meine? Spar ich ordentlich. Ey, da habe ich gestern, ich habe für 118 € getankt, ne? Und habe, glaube ich, nur 102 bezahlt oder so. Also voll krass gespart. Ich bin gespannt, wie du tankst hier. Auf deinen Nacken.
Schatz. Oh. Ja, da ist die Hälfte daneben gerade. Oh, Gottes Willen. Das ist Kunst, Leute. Tanken, das kann auch nicht jeder. Man muss zuerst das so drehen, Digga, und dann im letzten Moment zack rein. Zack, so im letzten Moment erst einlochen, dass einfach nichts daneben geht. Das ist natürlich Frauen, weiß ich nicht, das Reinstecken sollst du lieber Max überlassen, sag ich mal so, ne? Ey, nee, hör auf. Schatz, ich hab keine Ahnung. Mal, da läuft alles daneben, ey. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, ey. Größter Fail. So lost, Leute. So, das letzte Mal, dass ich dich tanken lassen habe. Wie viel Benzin er daneben gelaufen ist. Soll ich es abwischen? Ja, hol vielleicht mal ein Tuch, wisch das mal ab. Du hast mich gerade. Nee, ich hasse dich nicht. Digga, einfach mal den Lack getankt, warum nicht? Aber, also, Frauen und Autos. Frauen. So, jetzt gehst du rein und sagst Tankplatz 5. Aber jetzt erstmal hier sauber machen. Eieieiei. Ach, so lost, Leute. Ja, ich gehe einkaufen. So. Alles gut. Jetzt ja. Bestimmt noch Lust, ja. Einkaufen. Richtig Bock, den ganzen Tag unterwegs. Geh jetzt einkaufen. Ja. Und hol alles, was ich will. Ja, nee. Also, geh raus. Geh einkaufen. Ach ja, warte. Nein. Wir haben ja noch was vergessen. Was Peinliches haben wir noch vergessen. Nein. Ich möchte, dass du jetzt den nächsten, der läuft gleich vorbei. Ja. Dieser Mann hier. Nee, der ist weg. Da ist er doch noch. Nein, ich möchte, dass du den nächsten, der vorbeiläuft, fragt, ob er den Creator-Code iCramix OG benutzt. Nein. Oh. Ey, doch, du musst es vorhin, dieses andere peinlich. Ja, Max, hau rein, Digi. Oh, so ein All-Inclusive-Urlaub, Leute, das muss ich mir auch irgendwann mal wieder gönnen. Oder wieder gönnen. Ich war 6 Jahre nicht im Urlaub oder so gewesen, aber so ein All-Inclusive-Urlaub, Alter, das ist schon ein geiles Leben, so, ne? Aber irgendwann werde ich auch mal in Urlaub fahren wieder. Irgendwann. Das heißt, ja, du musst ja sagen. Ey, sie checkt die Challenge nicht. Wartet ab, Leute, wartet ab. So, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir waren echt den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich darf jetzt hier noch das Paket auspacken. Oh, ey, du hast sogar verpacken lassen? Ja. Oha. Oha, nice. Okay, wir werden jetzt gemeinsam reinschauen. Aber du hast immer noch nichts Peinliches gemacht. Das finde ich gerade schade. Nee. Du drückst dich. Du erfüllst die Challenge nicht. Ja, es ist mir egal. Du drückst dich einfach. Du bist ein kleiner Drückeberger. Ich bin dafür, du singst doch immer so süß Disney-Lieder. Nein. Du stellst dich jetzt nach da vorne hin und singst jetzt Disney-Lieder. Nein. Doch. Nein. Ey, das ist jetzt, komm, das ist nix. Du singst jetzt Disney-Lieder. Was soll ich denn singen? Das Tarzan, was du immer so süß singst. Das Tarzan-Lied. Ey, am geilsten würde ich für einen Urlaub irgendwie mit ein paar YouTubern und dann das Ganze so vloggen. Das ist ja schon geil, so ich fühlen. Das wird so peinlich, alleine, dass es so viele Leute sind. Mach jetzt. Okay. Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz What the? An. Ja. Will dich behüten und dich beschützen? Mäb, sing dieses Dir gehört mein Herz. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Ja, okay, reicht, komm, das wird echt zu peinlich gerade. So, Leute, jetzt kommen wir zum angenehmen Teil. Danke, Schatz. Bälle schmeckt immer doppelt so gut. Ne? Genauso wird das auch hier sein. Oh Gott, wie kriegt man das denn auf, ey? Du musst eigentlich nur aufklappen, das war eine Schleife, die oben drauf war, du forschst. Ach so, oh. Vorne. Okay. Ey. Ja, sag mir das doch direkt, Alter, was das denn? Nee, es war gerade witzig mit anzusehen. Oh. Ich hab die Rechnung reinpacken lassen. Ja, perfekt, danke schön. Nein. Oh, Leute. Oh. Komm mal her, Schatz, film das mal näher, bitte. Komm mal her. Alter, heftig. Übelst nice. Ich gönn's dir sogar, weil du eine neue Uhr hast, gönn's dir sogar aus. Ja, das ist echt cool, Leute. Das ist so eine Uhrenbox, wenn man irgendwie so in Urlaub ist oder so, dann und mehrere. Was kostet so ein Ding? Sagt mal, Leute. Was kostet es? Uhren hat, dann kann man die da so reinpacken. Wisst ihr, wie ich meine? So, das ist halt eigentlich ganz geil. Dann kannst du hier so rummachen. Ich zeig das mal noch kurz. Ich sag euch ehrlich, das ist wieder sowas Unnötiges eigentlich. Unnötig jetzt nicht, aber das ist halt von Louis Vuitton, so weißt du, das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 Euro oder so gekostet haben. Was kostet so ein Ding? 800 Euro! Das kostet doch keine 800 Euro. Na, es kostet. Guck bitte, wie teuer das ist. Das kostet keine. Sonst gucke ich gleich selber. So. Kostet eigentlich doppelt, weil ich es gekauft habe? Ja, klar. Und dann kannst du hier, keine Ahnung, so zwei. Drei Stück. Bis zu drei erzählt. Uhren kann man hier halt reinmachen. Richtig nice. Dafür stand ich halt über. Das kostet doch keine 500 Euro, Alter. Wollt ihr mich.
oder was? Stunde von Louis Vuitton. Ja, war so gar nicht witzig. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute wurde mein Lied rasiert, dafür mindestens 20.000 Likes. Ja, das Video hat mir echt gefallen. Ich hoffe, er macht mehr so eine Videos. Ich fühle so eine. Also, ich finde, das macht auch Max sehr gut. Ich finde, das können wir ruhig einmal die Woche bringen. So ein Real-Life-Format oder so. Geil, hat mich echt sehr unterhalten, das Video. Wir gucken jetzt, was diese Uhrenbox kostet. Und dann müssen wir hier erstmal eine Ansage an Max machen. Uhrenbox Louis Vuitton. So, wir gucken jetzt, Leute. Was kostet der Spaß? Was kostet so eine Uhrenbox? Wie heißt das Ding? Guck mal, das gibt's auch für 80 Euro. Ne? Sieht ähnlich. Guck mal, ne? Ich will nur mal zeigen kurz. Das Ding hier sieht fast genauso aus. 1:1. Sieht sogar, guck mal, noch besser sogar. Noch besser für 80 Euro. Ich mache jetzt eine Sprachnachricht. Ich will jetzt so wissen, was das kostet. Yo. Ey, wir sind gerade am Grübeln, was diese Uhrenbox von Louis Vuitton gekostet hat. Sag mir das mal bitte. Also viele sagen 645 Euro. Okay, krass. Ja, ich denke mal, wird es auch so in dem Dreh drum kosten. Ja, hat sich noch nicht angehört. Aber will ich mir nicht holen, das Ding. Das ist halt echt auch so ein Item, was ich mir nur schenken lassen würde. Weil selber ich würde nie so viel Geld dafür ausgeben.